Krach, Lärm, Hitze und Abgase. Das ist meine geliebte alte Welt der Verbrennermotorräder. Bei Elektromopeds ist das ganz anders. Ich finde, an dem Sound können die noch mal arbeiten. Das klingt wie so ein Raumschiff, wo der Antrieb kaputt ist. Macht das Ding. Ah ja, so leise bis merkwürdig äußern sich Elektromotorräder. Auf einer Messe für vollelektrische Zweiräder in Berlin stromere ich mich in die Materie. Bisher habe ich Verbrennertyp bei E-Mopeds leichte bis schwere Vorurteile. Ich bin noch nicht so überzeugt von Elektromotorrädern. Vor allem, bisher waren die immer wahnsinnig hässlich. Ich persönlich meine damit irgendwie solche E-Mopeds wie dieses Ding aus Holland. Genau das finde ich bei Elektro nicht so überzeugend, wenn das so komisch aussieht. Aber ja, haben sich Mühe gegeben in Holland. Ja, das ist natürlich alles Geschmackssache. Aber selbst ich muss zugeben, auf der Messe gibt es richtige Eyecatcher. Das ist echt, sieht super geil aus, aber es ist am Ende nichts anderes als eine 125 Kubikzentimeter Maschine mit 15 PS für 29.000 Euro. Hey, das ist was zum Sammeln. Aber ich bin arm, mein Mädchen. Gleich nebenan gibt es E-Motorräder aus den USA, die aussehen wie normale alte Verbrennermaschinen. Die haben auch 110 PS. Die Dinger kosten aber auch... Ab 23.000 Euro. 23.000 Euro? Ab 23. Ab. Also kostet noch mehr. Ja. Nach 2 Stunden Batterieladezeit an dieser delikaten Stelle im Schrittbereich kommt man dann bei 100 km/h. 150, 160. 150, 160. Das ist jetzt nicht so, noch nicht so viel, ne? Wenn man immer so richtig reinhaue. In die 50 Kilometer. 50 Kilometer, oh, das ist ja nichts. Nur mal so am Rande, mit meinem 110 PS Verbrenner komme ich 300 Kilometer am Stück fahren mit einer Tankfüllung. Aber dafür sind diese E-Motorräder flüsterleise. Das bringt aber auch neue Geräuschprobleme. Man hört so, wie das Ding klappert. Da hinten klappert irgendwas. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich wundere mich. Irgendwas klappert hier. Beim normalen Motorrad mit Verbrennungsmotor hörst du nie die Verkleidung klappern, weil es so laut ist. Würdest du nie hören. Hier hörst du ganz andere Sachen. Aber wie wäre es dann mal, eine zusätzliche Hupe einzubauen mit einem Lautsprecher, wo einfach ein kräftiges Motorengeräusch bei rauskommt? Das machen wir. Und weil wir gerade bei den Messegästen Janett mit Kfz-Profi-Tuner Mario sind, die beiden zeigen Kaufinteresse. Also, dass ich mir noch wenigstens als zweiter oder dritter Moped eine elektrische zulege, das ist sicher. Und mit ziemlicher Sicherheit auch die hier. Aber du bist jetzt auch nicht arm. Hat das damit was zu tun? Nee, ich meine nur, also das können sich, also das hört sich so an, du hast schon also einiges so an Fahrzeugen, ne? Und so. Ja. Ein Elektromotorrad hat es mir dann aber doch noch richtig angetan. Diese Transformer-Schleuder hat 67 PS, kostet um die 15.000 Euro und begeistert mit krassen Zukunftsfeatures. Richtig krasses Display, Alter, das ist wie ein Computerspiel. Guck mal hier. It's from Taiwan? Yes. It's like a computer game. Yeah, and we also have a reverse mode. So you reverse! Ey, wir haben Rückwärtsgang. Das, wovon Motorradfahrer immer träumen. Nein! You can... Cool! Am meisten hat mich auf der Elektromesse aber die elektrifizierte DDR Simson S51 begeistert. Jeder alte Motor kann für 2.500 Euro gegen ein neues E-Aggregat getauscht werden. Toll! Ich habe einen richtig schönen verrosteten S50 Enduro von 82 von meinem Vater, habe ich im Schuppen stehen. Könnte ich das Ding reinbauen? Ja, auf jeden Fall. 2.500. Nun, diese Elektromobilität ist bei größeren Motorrädern noch sehr teuer, bei sehr wenig Reichweite. In der nächsten Zeit kutschiere ich mich und andere noch per Verbrenner.